willkommen, sehr geehrte Kunden der Pateo Investments GmbH. Mein Name ist Andreas Franek und ich habe viele Jahre die Telebörse im Nachrichtensender NTV moderiert. Heute melde ich mich mal nicht aus dem Studio, sondern mitten aus Hongkong zur Einstimmung auf Ihre Abendveranstaltung. Und ich habe einen ganz besonderen Gast an meiner Seite, den Sie vermutlich, und ich hoffe es, kennen. Und das ist Geng Jun Wu, der Geschäftsführer der Pateo. Herzlich willkommen hier vor der Kamera. Wir treffen uns mitten in Hongkong. Was treibt Sie hierher? Ja, schönen guten Tag, Herr Franek. Auch Ihnen erstmal herzlich willkommen in Hongkong. Ich bin zu Gast bei der diesjährigen Financial Planner Konferenz in Hongkong. Und ich freue mich natürlich immer wieder hier zu sein. Das letzte Mal war ich vor 5 Jahren hier. Und neben der Konferenz versuche ich immer natürlich auch die Stimmung vor Ort der Leute und der Unternehmen einzufangen, um mir ein gutes Bild über die aktuelle Lage auch machen zu können. Wir haben jetzt Ende November. Für Sie ist es schon Anfang Dezember, aber nur wenige Tage nach dieser Aufzeichnung. Das Börsenjahr ist quasi fast schon vorbei. Was war für Sie die größte Herausforderung? Nun, um ehrlich zu sein, gab es in 2018 gleich mehrere Herausforderungen. Zum einen haben wir es mit steigenden Zinsen in den USA zu tun. Das belastet natürlich die Anleihenmärkte, aber es belastet auch die Aktienmärkte. Zum anderen gehen wir in das 10. Jahr eines wirtschaftlichen Aufschwungs und damit auch Aufschwung an den Börsen. Da ist es völlig normal, dass die Märkte so wie in diesem Jahr auch etwas nervös reagieren. Das sehen wir insbesondere in den europäischen Indizes, wir sehen es aber auch an den amerikanischen Indizes. Wobei, wenn wir uns den DAX anschauen, die teilweise zum Jahreshoch über 20% verloren haben, sehen wir schon, dass die Erwartungshaltung der Investoren, der Börsianer an den Unternehmensgewinnen sehr, sehr hoch mittlerweile sind. Und selbst kleinste Abweichungen, sei es eben in den Ist-Zahlen oder in der Prognose, führen zu Abverkäufen. Das heißt, man ist relativ nervös und versucht auch Gelegenheiten zu finden, um Gewinne mitzunehmen. Und das ist übrigens aber auch, wie gesagt, ganz, ganz normal und aus unserer Sicht auch noch nicht beunruhigend. Ein Wort mehr zu den Zinsen. Sie haben die Zinsen in Amerika angesprochen. Da sehen wir jetzt mittlerweile eine echte Zinswende. Die 10-jährigen Staatsanleihen, deren Rendite liegt weit über der Marke von 3%. Gehen die Zinsen jetzt weiter nach oben? Ja, für die USA erwarten wir schon noch leicht steigende Zinsen. Das geht auch nicht zuletzt aus dem letzten FED-Protokoll hervor. In diesem Jahr 2019 könnte es durchaus noch zu 2 bis 3 Zinsschritten kommen, wobei wir aber eher mit 2 Zinsschritten rechnen. Allerdings hat die FED auch immer wieder betont, sich sehr, sehr sensibel bzw. auch sehr flexibel auf die Marktsituationen einzustellen. Denn wenn jetzt, so wie jetzt, die letzten BIP-Zahlen oder auch die Arbeitsmarktdaten von der Dynamik etwas nachlassen, wäre unter dem FED-Präsidenten Powell auch jederzeit die FED in der Lage, die Zinsdynamik zu reduzieren oder eben auch die Zinserhöhung mal auszusetzen. Und in Europa, was macht die EZB? Wird es mit dem Ende von Mario Draghi an der Spitze im Oktober auch eine Änderung der Zinspolitik geben? Das denke ich persönlich nicht. Natürlich ist es angestrebt, auch hier das Zinstal oder das Zinstief zu verlassen. Allerdings haben wir in Europa noch ganz andere Herausforderungen und Probleme, die im Übrigen auch ausschlaggebend sind und waren für die Kursentwicklung an den Aktienmärkten. Wir haben ja 2018 diverse vorhin angesprochene Herausforderungen, unter anderem den Handelskrieg, aber eben auch den EU-Streit oder den Etatstreit mit Italien. Das sind alles Faktoren, die die EZB letztendlich in ihrer Zielsetzung behindern werden, die Zinsen wie ursprünglich geplant eben zu erhöhen, in den positiven Bereich zu gehen. Wir haben auch einen klaren Fall bzw. ein gutes Beispiel, warum sie dermaßen Probleme haben. Denn die Idee, die ursprüngliche Intention, die Anleihenkäufe zurückzufahren, nämlich immer weiter zurückzufahren, nahezu gegen Halbjahr 2019 auf Null und danach die Zinsen wieder in den positiven Bereich zu drücken, das klappt schon kaum, weil wir in den letzten Wochen wieder eher steigende Anleihenkäufe der EZB haben. Und das ist natürlich insgesamt der europäischen Fragmentierung und der unterschiedlichen Entwicklung der einzelnen Länder, insbesondere jetzt in dem Fall Italien zu nennen, geschuldet. Damit haben wir schon eine ganze Menge erklärt, aber viel, viel mehr wird es heute Abend im Rahmen Ihrer Veranstaltung an Informationen geben, auch Ausblick auf 2019, unter anderem von Geng Jun Wu. Herzlichen Dank, viel Erfolg noch hier in Hongkong und Ihnen wünsche ich eine ganz erfolgreiche Abendveranstaltung. Machen Sie es gut.